Kirstie Alley hätte heute am 12. Januar ihren 72. Geburtstag gefeiert. Die Schauspielerin verstarb jedoch Ende 2022 an den Folgen von Darmkrebs. Ihren Durchbruch feierte Alley in den 80ern und 90ern mit den Serien Fackeln im Sturm und Cheers. Für letztere gewann sie sogar einen ihrer zwei Emmys und einen Golden Globe. Mit dem Film Guck mal, wer da spricht, an der Seite von John Travolta, feierte sie ebenfalls große Erfolge. In den 2000er Jahren sah man die Schauspielerin eher seltener im TV oder im Kino. Kirstie Alley war zweimal verheiratet und hatte zwei Kinder. Seit jungen Jahren schon war sie außerdem Scientology-Mitglied.